Es gibt keine Kontrollinstanzen. Niemand kontrolliert die Bischöfe, niemand kontrolliert den Papst. Das ist das Problem. Wir haben in Demokratien haben wir eben ein abgestuftes System der Kontrolle, dass letztendlich alles vom Volk dann nochmal mit Wahlen überprüft wird. Alles und jeder wird kontrolliert. Und in der Kirche ist das nicht gegeben und deswegen geht sowas durch. Deswegen können die machen, was sie wollen. Denn der Einzige, der die Kirche kontrolliert, ist Gott selbst und der kommt ja relativ selten vorbei. In den letzten 2000 Jahren hat das noch nicht für nötig erachtet, einfach mal der katholischen Kirche auf die Finger zu hauen. Ja gut, das würde ich mir aber auch nicht wünschen, denn der Gott der Bibel, der bevorzugt ja so Kollektivstrafen, ne, so wie die Sintflut oder sowas. Also da freue ich mich eigentlich, wenn der da untätig bleibt. Aber du hast schon recht, Christian. Die Frage ist jetzt auch, also mir zumindest ein paar Mal jetzt die letzte Woche begegnet, die katholische Kirche hat zwar ihre Richtlinien, wie mit solchen Fällen umzugehen ist. Aber ob die Bischöfe und die Erzbischöfe diese Richtlinien auch einhalten, danach verfahren, das wird offenbar überhaupt nicht geprüft. Und deswegen gab es ja auch in anderen Ländern erwiesenermaßen diesen, was du mal gerne als Sextourismus bei den Priestern bezeichnest, dieses permanente Hin- und Herschieben, angeblich oder tatsächlich zur Therapie und dann wieder einsetzen. Teilweise war es ja wohl auch so, dass dann nur der alten Gemeinde gesagt wurde, der Priester geht in Therapie und aber direkt zur neuen Gemeinde verschickt wurde, Priesterlandverschickung sozusagen. Ja, da kann ich nur mit meinem Hintergrund sagen, betriebswirtschaftlich, wenn keiner prüft, ob die Regeln auch eingehalten werden, dann kann man davon ausgehen, dass sie zumindest teilweise eben nicht eingehalten werden.